WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. September 1895. Der Geburtstag des Ingenieurs und Erfinders Engelbert Zaschka. Damit sich eine Erfindung wirklich durchsetzen kann, muss ganz viel klappen. Guten Tag. Das ist Stefan Behrendt vom Allgemeinen Fahrradclub Deutschland. Er fährt seit über 30 Jahren Klapprad. Ich treffe ihn auf dem Wallraffplatz in Köln. Wie klappt's denn? Also technisch mit dem Klapprad. Es faltet sich sehr schnell. Wir haben mal Wettbewerbe gemacht auf einer großen Fahrradmesse. Da lag der Rekord, glaube ich, bei 9 Sekunden. Das will ich sehen. Jetzt ist es schon gefaltet. Moment. Im Radio klappt das mit der Vorstellung besser, wenn man das Klappen beschreibt. Das erste ist, dass der Rahmen quasi halbiert wird. Dann wird das Vorderrad neben das Hinterrad gefaltet, der Lenker nochmal daneben gefaltet. Wichtig dabei auch, die Kette ist jetzt innen. Das heißt also, ich verschmutze andere Menschen nicht mit der Kette. Dann wird der Sattel noch nach unten gesteckt und dadurch rastet dann alles ineinander ein. Und ich kann es bequem entweder tragen oder auf den Rollen, die am Gepäckträger sind, schieben. Wenn nötig, bis zum Arbeitsplatz. Viele stellen es dann auf der Arbeit unter ihren Schreibtisch. Und transportieren es vorher kostenfrei mit der Bahn, weil es eben klein gefaltet ins Gepäckfach passt. Diese praktische und preiswerte Verbindung zwischen Straße und Bahn ist übrigens ein Geheimnis des Erfolgs. Warum es klappt mit dem Klapprad? Ein englisches Modell, das in den 80er Jahren entwickelt wurde. Die Engländer waren sehr innovativ in dem Bereich, weil damals in der Eisenbahn die Fahrradkarte halb so teuer war wie die Personenfahrkarte. Und dieses Faltrad war kostenlos, also hatten die Engländer einige dieser Modelle entwickelt. Bereits vor den Engländern hat ein Deutscher das Klappfahrrad entwickelt, ein Freiburger, der heute vor 125 Jahren geboren wurde, Engelbert Zaschka, Multitalent, Tausendsasser, Erfinder. Unter 82 angemeldeten Patenten auch der sogenannte Kochgeschirr-Abrissdeckel, der als Reibeisen und Sieb verwendet werden kann. Und auch diese Musik im Hintergrund hat Zaschka erfunden. Slamova, ein Modetanz, eingespielt vom Orchester Bernard Été 1926. Seine große Leidenschaft aber waren faltbare Fortbewegungsmittel. Richtig, das Klappen und Falten war ein Tick von ihm, sagt Michael Zaschka, mit dem wir über einen ausgeklappten Laptop verbunden sind. Schön, dass es geklappt hat. Und der gerade einen Zeitungsartikel entfaltet. Ich weiß nicht, wie weit Sie das jetzt sehen können. Das Klapprad. Ja. Und dann hier Klappski. Und hier dieser Roller. Klapproller. Genau. Alles, was faltbar, klappbar ist und plus das Faltauto. Das sind alles Entwicklungen von ihm, die damals auch abgedruckt wurden in Zeitschriften und Illustrierten und ich weiß nicht was. Genau, deswegen ist das Falten wirklich etwas, womit er sich auseinandergesetzt hat. Und Michael Zaschka hat sich mit seinem Verwandten Engelbert intensiv auseinandergesetzt. Also Engelbert Zaschka ist der Cousin von meinem Opa. So gesehen bin ich so eine Art Großneffe. Durch eine Postkarte mit dem Namen Engelbert ist Michael 2010 neugierig geworden und hatte noch die Gelegenheit, die einzige Tochter seines Großonkels kennenzulernen. Dementsprechend konnte ich auch noch einiges erfahren über die Erfindungen und über die Person Engelbert Zaschka. Entfalten wir zusammen das Leben des Erfinders, in dem zu Anfang nicht die Technik in der Wiege lag, sondern Musikalität und Kreativität. Also Engelbert stammt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater war Kammermusiker im Stadtorchester in Freiburg. Seine Mutter war Sängerin, auch Opernsängerin. Sein Bruder und er waren so die technisch interessierten Geschwister. Zusammen gründen sie Anfang der 1910er Jahre einen Hobby-Fliegerclub. Die Fliegerei steckt noch in den Kinderschuhen. Aufbruch liegt in der Luft. Die selbstgebauten Konstruktionen, die die Brüder Zaschka am Freiburger Schlossberg testen, sind einfache Segelflugapparate. Segelflug mit Muskelkraft. Das war ja dann auch ein Thema, das Engelbert Zaschka beschäftigt hat, eben das Muskelkraftflugzeug, das er dann 1933, 34 dann auch realisiert hat in Berlin. Ja, wo dann eben auch Schwebeversuche gemacht wurden, wo er immerhin etwas über 20 Meter am Tempelhofer Feld gemacht hat. Und das eben nur mit Muskelkraft, also quasi ein Fahrrad für die Luft. Da ist Zaschka längst in Berlin. Hier landet er nach einem Ingenieurstudium in Altenburg, wird Chefkonstrukteur bei der Orion Aktiengesellschaft für Motorfahrzeuge. Es geht in den Roaring Twenties ja nicht um Fahrräder oder Segelflugzeuge. Zaschka entwickelt das Motorrad Orionette.
Und nebenbei ein ungewöhnliches Automobil. Also er hat sehr praktisch gedacht. Immer für den kleinen Mann, bezahlbar. Zum Beispiel auch das Faltauto war steuerfrei, führerscheinfrei. Also wirklich so, dass es sich möglichst jeder leisten kann. Ein Auto, das man mühelos zu zweit aufbauen kann, wie ein alter Stummfilm zeigt. Engelbert Zaschka ist der etwas untersetzte Herr mit Zylinder, der gemeinsam mit einer Dame im Kleid Einzelteile aus dem Haus auf die Straße trägt und sie zusammenfügt. Am Rohrrahmen ist ein Leichtbaugerippe befestigt, mit Stoff überzogen. Die beiden Vorderräder sind einzeln aufgehängt. Im Heck befindet sich der Motor, ein Zylinder, Hinterradantrieb, Motor und Getriebe sind verblockt. Geschwindigkeit 50 Stundenkilometer. Und am Ende sitzt die Dame fröhlich im selbstgebauten Wagen. Im Übrigen ist das eine der Schwestern, die ihn da begleitet in diesem Stummfilm. Das zeigt eben auch, dass die Familie Engelbert immer unterstützt hat. Also das geht auch aus Briefen hervor, aus Postkarten hervor, wo man sich immer ausgetauscht hat, wie denn der Stand ist und wie es läuft und wie es geht und so weiter. Das zeigt es einfach nochmal, dass da ein Zusammenhalt war. Das Prinzip Faltauto klappt und sorgt auch in der Presse für Aufsehen. 1928 war das, wo er dann übrigens auch das bewiesen hat, indem er auf den Berliner Funkturm hochgeklettert ist mit dem Faltauto, hat das dann oben aufgebaut auf der obersten Plattform, hat dort den Motor angemacht und wollte einfach dokumentieren, okay, das ist möglich, es ist machbar. Also innerhalb von 5 Minuten konnte man das Gerät aufbauen. Auf den ersten Blick eine sehr sympathische Idee. Allerdings muss man sagen, in den letzten 2-3 Jahrzehnten ist nichts davon in Serienproduktion gegangen. Hat eben nicht geklappt, sagt Ralf Herberts vom Verkehrsclub Deutschland. Durch das menschliche Bedürfnis nach Besitz, Komfort und Statussymbol wurden die Autos immer größer, ablesbar bis heute am anhaltenden Boom der SUVs. Auch wenn weiterhin in der Regel nur ein Mensch da drin sitzt. Und das bedeutet natürlich extrem hohen Flächenverbrauch. Da könnte man denken, Faltautos wären eine Alternative, wenn die beim Parken kleiner werden. Allerdings ist das der falsche Weg. Was wäre denn der richtige Weg? Raus aus dem Stau und raus aus den Umweltproblemen. Ich nutze das Verkehrsmittel, was für meinen Zweck gerade am besten ist. Dafür brauchen wir natürlich einen deutlich verbesserten Umweltverbund. Das heißt, Bahn, Bus und Fahrrad und zu Fuß gehen müssen deutlich attraktiver werden, bessere Bedingungen bekommen. Und gleichzeitig müssen wir Menschen davon überzeugen, gewinnen, dass man Autos nicht selber besitzen muss, sondern nutzen. Und vielleicht sogar ein Klappfahrrad. Aber bevor wir zu dieser Erfindung kommen, müssen wir kurz noch einmal abheben mit Michael und Engelbert Zaschka. Sein Steckenpferd war dann der Hubschrauber zunächst einmal. Also das war dann die Zeit nach der Orionette. Da hat er dann eigene Konstruktionen entwickelt. Drehflügler, Rotationsflugzeuge. Die Hubschrauberentwicklung generell war ja noch in den Kinderschuhen zu dem Zeitpunkt, in den 20er Jahren. Deswegen hatten auch viele staatliche Stellen oder Sponsoren, Unternehmen, Banken, alle die für Geldquellen notwendig sind, um solche Projekte zu realisieren, hatten solche Geräte nicht auf dem Schirm. Das war einfach nicht bekannt, das war was völlig Neues. Und dementsprechend musste man dafür kämpfen und sich einsetzen und sagen, dass das hat die und die Vorteile. Wenn so ein Gerät senkrecht abhebt und auch senkrecht in der Luft stehen bleiben kann, wie ein Kolibri. Beeindruckt schreibt ein Journalist im Neuen Wiener Journal im Juni 1927. Ein für die Flugfahrt historischer Moment war es, als dieser Tage vor nur wenigen Zuschauern auf dem Berliner Flugplatz Johannisthal die ersten Aufstiegsversuche mit dem Zaschka-Flugzeug vonstatten gingen. Ein ungewöhnlicher und überraschender Anblick. Das Flugzeug stieg kerzengerade in die Höhe, nach einer Weile verlangsamte sich das Tempo und das Flugzeug blieb oben stehen. Dann senkte es sich leise, vollkommen vertikal nach unten. In senkrecht abwärts führendem Flug kam es wieder unten auf dem Boden an. Der Ansatz sei völlig richtig gewesen, sagt der Großneffe. Doch wieder klappt es nicht mit dem Erfolg und dem Ruhm. Zaschkas Hubschrauber setzen sich einfach nicht durch. Wegen Sabotage von einem Mitarbeiter. Der hat eine Luftschraube, also von dem Hubschrauber, diese Hubschraube, gelockert, sodass der Hubschrauber, dieses Vorführmodell, bei einer entscheidenden Vorführung vor einer Kommission, die dann eben auch für Sponsoring notwendig gewesen wäre, da ist dann das Flugzeug auseinandergefallen. Der Mitarbeiter gibt später an, er habe mit seiner Aktion ein militärisches Gerät stoppen wollen. Ein Saboteur aus pazifistischen Gründen? Also Engelbert hat es zu Lebzeiten nie erfahren, das ist das Tragische daran, sondern es hat später der Mitarbeiter selber in einem Buch veröffentlicht, dass er das gemacht hat.
Die Motive des Erfinders waren nie militärisch. Seine Einstellung zu den Nationalsozialisten distanziert, sagt sein Großneffe Michael Zaschka. Es gibt auch ein Originaldokument von ihm, handschriftlich, wo er sich politisch äußert. Er sagt ganz klar, linke wie rechte Kräfte bringen eine Gesellschaft nicht voran. Der demokratische Weg ist für ihn das A und O, weil er sagt, die extremen Bereiche, die blockieren eine Gesellschaft in jeder Hinsicht. Und was blockierte den Durchbruch des unermüdlichen Erfinders? Vor allem die Einstellungen der anderen. Der ewige Kampf nicht nur mit der Technik und mit der soliden Finanzierung, auch gegen Vorurteile. Er wurde teilweise auch für einen Fantast gehalten. Jemand, den man nicht für voll nehmen kann mit solchen Ideen. Und man hat dann eben viel mehr den Schwerpunkt auf die normalen Flugzeuge gesetzt, die ja natürlich auch parallel weiterentwickelt wurden. So stürzen die hochfliegenden Pläne ab. Und am Ende ist es das Fahrrad, das noch klappen könnte. Das Faltfahrrad ist zum ersten Mal 1934 von ihm gezeichnet worden. Also da gibt es eine Originalzeichnung mit Bleistift und so weiter. Und dann ist das 1936 realisiert worden spätestens. Da gibt es auch Pressefotos aus der damaligen Zeit. Ja, das war dann damals in Berlin, ist das Ganze entstanden. Und später hat das dann auch patentieren lassen. Das war dann allerdings schon in Freiburg. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade als Vertriebsstrukturen entstehen und die Produktion Fahrt aufnimmt, wird der Erfinder krank. Engelbert Zaschka stirbt 1955 offenbar an den Folgen eines Schlaganfalls. Er hinterlässt eine Frau, eine Tochter, 82 Patente nach 60 Jahren Optimismus. Er hat selber gesagt, wenn er kein Optimist wäre, dann hätte er das alles nicht machen können. Das heißt, als Erfinder muss man geborener Optimist sein, sonst würde man daran verzweifeln und viel Geld lässt sich mit dem Erfindertum auch nicht verdienen. Man muss wirklich irgendwo daran glauben, dass die Idee verwirklicht wird. Aber oftmals ist es so, dass andere erst damit später Geld verdienen. Inzwischen hat sich das Klapprad durchgesetzt. Auch angesichts der modernen Herausforderungen der Mobilitätswende. Auch wenn Stefan Behrendt vom ADFC Kompromisse macht auf seinem englischen 16-Zoll-Modell. Also wenn ich da mit Kopfsteinpflaster fahre, dann wird es schon ungemütlich. Besonders wenn mal eine Schraube locker ist. Man muss sie ordentlich zusammenschrauben. Das hatte ich bei einem alten Klapprad damals vor 40 Jahren nicht bedacht und habe mich dann wirklich lang gemacht. Oh, warum? Was ist passiert? Ich habe einfach die Schraube, die beiden Rahmenteile verbindet, nicht richtig zusammengeschraubt. Und dann klappte es weg. Und dann klappte es weg. Aber das ist die Ausnahme. Alles andere klappt gut mit dem Faltrad. Erfinder Engelbert Zaschka, der mit dem Kopf seiner Zeit voraus war, würde sich freuen. Wollen wir nochmal ausklappen? Machen wir? Gerne. Dann machen wir erstmal den Lenker wieder hoch und haben auch hier wieder die Klemmschraube. Dann wichtig den Sattel hoch und das Pedal wieder ausklappen. Dann den vorderen Rahmenteil nach vorne klappen, sicher festschrauben, das ist natürlich sehr wichtig, und den Hinterbau einfach nach hinten schwingen und damit ist es wieder fahrfertig. Abfahrt! Ja, hat mir Spaß gemacht, danke! Tschüss! Tschüss! Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Engelbert Zaschka, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die erste Miss Germany der Bundesrepublik.